Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder beim Hennesweg. Ich habe mir heute gedacht, fährst du mal wieder hier hin. Ich war hier schon länger nicht mehr. Und wir haben es ja, also der Sommer ist da, es ist warm. Und die kleineren Gewässer, die funktionieren momentan teilweise. Manchmal klappt es, aber es ist halt wirklich sehr schwer. Und ich will heute wieder am großen See probieren. Es ist auch am großen See nicht einfach, aber wenn man in der Wasserschicht angelt, also in der Sprungschicht, dann kriegt man halt auch noch mal ein paar Fische und dann kann es teilweise echt gut laufen. Und darum will ich heute einmal hier probieren. Ich gucke gerade nur nach meiner Route. Ich will heute einmal mit zwei Routen angeln. Frank war die Tage da, der hat mir so ein paar Infos gegeben. Und ich habe jetzt einmal meine Fiederroute aufgebaut und da habe ich einen 20 Gramm Spirulino dran. Und dann 4 Meter Vorfach, also wirklich ganz langes Vorfach, gerade wie die Route. Ich muss das dann irgendwo gleich hier hinlegen. Und dann habe ich als Köder eine künstliche Bienenmade von Berkeley eingelegt, im Dip, also einen fruchtigen Dip. Und als Köder noch dazu einen Mehlwurm. Und das Ganze lasse ich einfach stehen. Ich habe heute keine Lust irgendwie mit Schleppen oder so. Und von daher einfach in Ruhe stehen lassen und will einfach damit mal probieren. Wie immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, ich hatte die Route einfach so ein bisschen hingestellt, rausgeworfen, treiben lassen. Oh, das hat echt nicht lange gedauert, eine Minute oder so. Und zack, ging die Pilotpose ab und der erste Fisch war dran. Also das ist ja ein richtiger Raketenstart. Keine 5 Minuten hier, den ersten Fisch. Ja. So Leute, ja, es hat nicht lang gedauert und ich habe die Montage reingeworfen, habe noch so ein bisschen rumgetüdelt und dann kam der erste super Fisch. Also ich habe das Ganze jetzt einmal, wie gesagt, von oben runter treiben lassen und einfach stehen lassen. Ein bisschen der Wind macht die Arbeit mit dem Spiro und dann ist der super Fisch eingestiegen. Ich zeige euch gleich mal die Montage. So Leute, ja, und der Volksköder war eine weiße künstliche Bienenmade von Berkeley, eingelegt in Dip, in so einem fruchtigen und so ein 4 Meter Vorfach. Ihr seht das ja, der Spiro, der ist echt weit oben. Und das Ganze lasse ich alles so ein bisschen draußen einfach rumdümpeln. Und das hat mir jetzt den ersten Fisch gebracht. Und ich schmeiße das genauso wieder rein, wie das war. Und ich hoffe mal, die Montage bringt es wieder. So Leute, also mit einem längeren Vorfach zu werfen ist nicht einfach. Ich lege das Ganze so mal ein bisschen einfach hier auf den Boden hin und dann ja, so ein bisschen Spannung drauf. Und dann muss man das einfach aus Gefühl rausfeuern und ein bisschen verfolgen. Und halt ganz wichtig, stoppen vorm Dingsen. Also ich bin jetzt, weiß nicht wie viel Meter raus, so 50, 60 Meter einfach stehen lassen. Es läuft. So Leute, ich habe den nächsten Biss. Jo, Fisch zieht. Jo, und hängt. Und die nächste. Und kaum war die Montage drin, ging sie wieder ab. Also es dauert echt nicht lange, wenn man in der Sprungschicht angelt, den Fisch findet, dann fängt man teilweise Schlag auf Schlag. Ja. Stehen lassen auf einer bestimmten Tiefe. Frank hatte mir die Tage den Tipp gegeben und der sagt, Tipp ist Gold wert. Und die Nachbarn rechts neben mir, die hatten den ganzen Morgen geangelt. Die hatten nicht einen einzigen Biss, aber die hatten leider zu flach geangelt. Läuft. So, und die nächste, jetzt diesmal ein bisschen kleinere, aber egal, weiter geht's. So Leute, eben noch ein Biss. So, Fisch. Oh, ist mal noch schöner. Wieder reingeworfen und wieder nicht lange gewartet, ja. Bisschen rumgetüdelt und wieder der nächste Biss. Also ich wollte eine zweite Route aufbauen, aber im Moment hat es nicht geklappt. Thank you.
So, und wieder eine. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Also wirklich, jetzt in den ersten 20 Minuten habe ich jetzt 3 Fische gefangen. Also ich habe eigentlich für 2 Ruten bezahlt. Ich habe gerade nur eine Rute drin, weil die zweite, da komme ich gar nicht noch zu. Und ja, Fisch ist auch genauso wieder die gleiche Montage mit einer künstlichen Bienenmade und einem Mehlwurm und auf dem 4 Meter Vorfach einfach stehen lassen. Es funktioniert. Ich angel so weiter. Aber nach den 3 Fischen echt kurz hintereinander hatte ich gemerkt, danach bissen die Fische nicht mehr aggressiv, sondern spielten nur noch rum. Und daher hatte ich mir gedacht, komm, machst du gleich irgendeine kleine Änderung wieder. So Leute, ich habe wieder einen Biss. Änderung vorgenommen. Erstmal versucht, die Bienenmade zu tauschen, also die künstliche, eine andere Farbe. Hat nichts gebracht. Dann habe ich einmal den Köder selber, den Naturköder getauscht und sofort hat es geklappt. Ja, es läuft doch. Es war eine halbe Stunde, hat sich gar nichts getan. Ich habe so ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgebastelt und dann habe ich jetzt eine kleine Änderung wieder vorgenommen und da kam der nächste Superfisch. Also es läuft. Also man muss so ein bisschen rumprobieren und alles und dann kriegt man die Fische, die sind relativ kühl. Also die stehen, denke ich mal, so auf 4, 4,5 Meter Wassertiefe, da stehen sie und da kriege ich sie mit der Standmontage. Es läuft. So, und die kleine Änderung, die ich vorgenommen habe, war, ich habe jetzt einfach eine Bienenmade genommen als Naturköder und nicht mehr den Mehlwurm, weil den Mehlwurm haben sie mir immer wieder abgefressen, nur die Hälfte. Und da habe ich gedacht, ja komm, ziehst du mal die Bienenmade also so komplett auf und dann jetzt lasse ich das Ganze wieder 5 Minuten und der nächste Fisch. Und das Ganze geht jetzt einmal wieder rein. Und natürlich die Bienenmade wieder raufgemacht, reingeschmissen. Ja, und diesmal hat es aber ein bisschen länger gedauert und Frank ist mittlerweile gekommen, aber der ist heute nicht mit im Video. So, Kamera an. Action und Fisch hängt. Und der nächste Fisch, es läuft einfach nur heute. Manchmal kann es so einfach sein. Und dafür ist auch ein langer Kescher gut, weil dann habt ihr das schnell drin. So, der nächste Fisch. So, und wirklich die Änderung mit der Bienenmade auch ein paar Minuten stehen lassen, kam wieder der Fisch. Und ich baller einfach nur raus, der Wind macht die Arbeit. Ich sitze da, ich habe eben mit dem Handy gespielt, ich gucke, wo ist mein Pilot, wo ist der? Ja, weg. Und der nächste Fisch. So, ich angel weiter, es läuft, es macht einfach so Spaß. Ganz in Ruhe, nicht, ich wollte heute einfach eine ruhige Nummer machen. Und wirklich, jetzt in der ersten Stunde habe ich jetzt 5 Fische, also das läuft. Ich angel so weiter. So, ich zeige euch das mal, wie ich das aufziehe. Ich habe jetzt einmal hier die Bienenmade, also die künstliche und die normale. Die künstliche ziehe ich immer so auf. Ich fange an mit der dünnen Seite hier, weil das ist einfach, das zieht sich über den Haken besser rüber. So, dann ziehe ich die im Prinzip einfach ganz normal stumpf auf. Und in dem Fall, weil ich ja jetzt weit rausprügeln muss, ziehe ich die Bienenmade einmal komplett auf, also einmal komplett über den Hakenschenkel, damit sie da schön fest drauf sitzt. Dann schiebe ich das so ein bisschen so zurecht und das ist das Ganze so, ist ein kleiner Happen, das hauen sich gerne rein und das Ganze kommt jetzt wieder einmal rein. So, ich hatte irgendwie einen Biss jetzt auf der Grundmontage. Und mittlerweile hatte ich die zweite Rute aufgebaut und da hatte ich einen Bleirang gemacht und einmal mit Powerbait auftreiben lassen. Ja, ich habe Fisch. Ja, ich habe das Ganze einfach mal stehen lassen. Auch eine. Und manchmal muss man nicht weit raus, sondern die Fische stehen auch teils vorne. Man muss nur die richtige Wasserschicht erreichen und dann fängt man auch den Fisch. Es läuft. Noch eine. So Leute, ja, der nächste schöne Fisch.
Und diesmal auf die Tramarella-Route. Das mit der Maracassas hat mich so ein bisschen gestört, dass es hier vorne so rumgedümpelt. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich die Montage eben umgebaut und dann hier vorne an der Kante hingeworfen und dann kam der super Fisch raus. Also zeige ich euch gleich die Montage. Jetzt haben beide Routen funktioniert und ja, es läuft. So, und diesmal war der Erfolgsköder nicht die Bienenmade, sondern Powerbait. Tutti Frutti und schwarz-orange ist das, also schwarz dann wieder außen und dann hier ja, so ein 3,70 Meter Vorfach und 6 Gramm Blei und dann einfach so versuchen, so weit wie möglich rauszuwerfen, so an der Kante. Das Blei ist so 16, 17 Sekunden abgesunken und ich hatte einen Biss bekommen und dann ich denke so, hä, was ist denn los? Passiert nichts. Ja, rausgeholt, Fisch war dran. Ja, es läuft. Das Ganze geht wieder genauso dahin, weil da stört die Montage mich nicht und mit der Pilotkugel, die kann so oben schön rumtreiben. Ich mach weiter. So, ich habe wieder einen Biss. Auftreibend, ja, funktioniert auch. Funktioniert auch. Funktioniert auch. So, jetzt zieht der Fisch Schnur. Ja, eben hat er gezogen. Und natürlich ist die Montage so weiter wieder reingewandert und es hat echt nicht lange gedauert. Ich glaube 3-4 Minuten. Der Bissanzeiger ging wieder hoch. Na, hat er losgelassen. Schlagen wir mal einfach an. Jo, Fisch hängt. Sauber. Und der nächste Fisch. Oh, ich habe Doppelbiss. 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 Pilot geht auch ab. So. Und wirklich, während des Drills habe ich gemerkt, wo ist mein Pilot? Ja, da ging die ganze Geschichte auch einmal ab. So. So, jetzt mal eben fix den Fisch versorgen. Und dann geht's weiter. So, und wie ich dachte, die andere Route auch Fisch dran. Ja. Ja, manchmal ist man, wenn der Fisch da ist, man hat die richtige Methode, die richtige Tiefe, ist das, artet das so ein bisschen Stress aus, aber das ist alles positiver Stress. Ja, heute, das war wirklich ein Sahnetag. Na, die will aber. So Leute, ja, Doppelschlag. Also, ja, ich hatte gerade die Grundroute wieder reingeworfen und dann im nächsten Moment sofort der Fisch eingestiegen. Und wo ich den Fisch dann rausgeholt habe, ja, ich gucke so, hä, was macht der jetzt auf einmal meine Pilotpose? Ja, geht unter und dann zwei super Fische. Also das läuft. Ich habe jetzt mit beiden Montagen habe ich wirklich die Tiefe gefunden, wo sie rumschwimmen, wo sie fressen und schleppen ist heute überhaupt gar nichts. Null. Und der Nachbar neben mir, der hat glaube ich 4 Fische gefangen, alle auf Schleppen, aber morgens. Und jetzt ist wirklich, du musst einfach stehen lassen, die brauchen Zeit, die dümpeln rum und dann nehmen die Köder und dann kann man fangen. So, ich mach weiter. So Leute, ja, hier habe ich jetzt einmal den Teigdreher. Den lege ich mir einfach hier so ein bisschen auf die Bank hin, dass ich das Vorfach sozusagen einfach schön frei habe, nirgendwo, dass der Haken im Gras liegt oder so. Und dass ich das, naja, jetzt natürlich durch den Wind, Vorführeffekt. Und dann halt ein bisschen Schnur lassen und dann werfe ich jetzt einfach rein. Ja, vorne an der Kante, weiter komme ich gar nicht raus und einfach absinken lassen. Und da kamen wirklich die Bisse. Das ist wirklich so, an der Windkante sieht man das direkt. Da, ja, da stand die ganze Zeit und ja, es läuft, würde ich sagen. Und das Ganze muss man jetzt so ein bisschen ja stramm ziehen und ja. Ich stelle das Ganze jetzt erstmal wieder hin und hier einfach wieder ein elektronischer Bissanzeiger, Einhänger und das war's. So, ich habe wieder einen Biss. Ich hatte da noch etliche Bisse auf der Standmontage, ja, der Fisch zieht. Aber die Fische packten nur ganz kurz Ach, zu nee, und ließen dann los. Ah, schön verschlagen. Hätte ich lieber eine Route reinlaufen lassen sollen. Naja, ist halt so. Und genauso war es auch wieder auf der Spiromontage draußen. Wir hatten einfach gemerkt, die Fische sind ein bisschen woanders hingezogen. Es waren noch ein paar Fische da,
aber die waren wirklich sehr zickig. Von daher machte ich gleich die Kamera aus, weil ich hatte echt genügend Videomaterial. So Leute, habe Feierabend. Ja, hat sich echt gut heute entwickelt. Also wirklich der Anfang, so ein Raketenstart, also wirklich mit dem Spirulino von oben runter. Man musste wirklich 4 Meter, 4,5 Meter runter. Da waren die Fische. Und nachher habe ich auch noch mal mit dem Blei. Dann bin ich ungefähr fast auf die gleiche Tiefe an der Kante auch mal so fast 4 Meter auftreibend. Und da habe ich auch noch Fische bekommen. Also heute musste man wirklich, oder momentan muss man wirklich in der Sprungschicht angeln. Ansonsten kriegt man überhaupt keine Bisse. Jagen wollen die Fische auch nicht. Die schwimmen eher so teilweise lethargisch so ein bisschen rum. Und von daher habe ich gedacht, 2 Standruten ist die beste Option. Und das war es heute eigentlich wirklich. Hätte ich heute wirklich mit 2 Spirulino-Routen geangelt, wo ich dann wirklich weit raus kann, hätte ich wesentlich mehr Fisch gefangen. Also Frank, der war neben mir und der hat wirklich noch mehr Fisch gefangen als ich. Ich war jetzt am Ende, waren das jetzt 13 und Frank, der hatte noch mehr. Wirklich, wenn man weit rauskommt, kommt man wirklich an den Fisch und wirklich, man muss auf die Tiefe. Also es haben Nachbarn nebenan mit 2 Meter Vorfächern geangelt, die haben nicht einen Biss bekommen und bei mir hat es da wirklich innerhalb von 10 Minuten jedes Mal gescheppert. Und ja, das ist jetzt die Sommerzeit, man muss in die Tiefe, in die Sprungschicht, da wo der Fisch hin will. Und teilweise wirklich, wenn der Wind dreht, dann schwimmen die Fische im Minutentakt teilweise weg und dann kriegt man überhaupt keine Bisse. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.